Herzlich willkommen zu einer neuen Tea-Session hier bei Tea Addicts. Das ist Stefan. Moin, moin, hallo. Ich bin Jürgen und unsere Mission ist es, euch für echten und guten Tee zu begeistern. Und wir waren heute im Hafen und haben da ein bisschen Tee geholt. Und ja. Einer dieser Tees war der hier. Es ist Maocha. Ich habe mich jetzt gerade erinnert, wir haben schon mal ein Video über Maocha gemacht. Ja, ich glaube auch, ja. Und da ging es auch schon um diesen oder einen ähnlichen Maocha. Ja. Ja. Und dieser Tee kommt frisch vom Zoll oder aus dem Hafen. Ich blende mal wieder ein Bildchen ein, und zwar hier. Wo? Und der Tee kommt so frisch vom Zoll, also der lebt noch so. Ja, also die Moleküle müssen sich noch ein bisschen sortieren. Der ist noch gar nicht richtig in Deutschland angekommen. Aber wir haben ihn schon probiert, direkt wir den ersten Zugang zu heißem Wasser hatten, haben wir es schon irgendwie 2-3 Mal aufgegossen. Ja. Grandpa-Style zum Mittag. Ja, ich bin echt, ich weiß nicht, mir fehlen auch so ein bisschen die Worte. Ne? Also dieser Tee, diese Geschichte, er kommt aus Laos und wir wissen, wo er herkommt. Was es für ein Markt ist, da irgendwo herzukriegen und so, das ist schon... Das ist der abenteuerlichste Tee, den wir, glaube ich, im Petto haben. Und wir waren da jetzt im Ende Februar, Anfang März. Ja, kurz vor dem Lockdown. Genau, und es ist so viel passiert und es sind so wilde Zeiten, dass ich schon fast sagen muss, ich kann mich schon fast gar nicht mehr dran erinnern. Es kommt mir schon vor, wie als ob es schon ein Jahr her wäre oder länger. Ja. Und dabei ist es gerade mal ein halbes Jahr her. Ja, so geht's mir auch. Und es ist aber voll geil, diesen Tee jetzt in der Tasse zu haben. Ja, und deswegen ist es so ein bisschen unbeschreiblich gut. Ich weiß nicht, dieser Tee, ne, wie der erstmal da aus den Laos-Bergen nach Vientiane gegangen ist und von da nach Bangkok, Hafenterminal, dort Containerschiff und dann hierher. Und dann kannst du es irgendwie erstmal gar nicht fassen, dass er jetzt da ist. Ne, wir hatten da so viel Sorge. Wir haben ja auch hier so ein, man nennt es Cluster-Risiko. Wir haben mehrere Tees. Jürgen und ich, wir haben mal einen rausgehauen. Und, ne, sonst wir waren halt auf Shoppingtour. Sonst machen wir mal ein bisschen kleine Schritte so ungefähr. Und jetzt haben wir mal gesagt, nein, wir laden jetzt mal einen Wagen voll so ungefähr. Und jetzt ist es endlich da. Es ist für mich sehr spannend. Ne? Und der Tee ist wirklich grandios gut. Also ich habe das Gefühl... Mir kommt da so vor, als wäre der Tee noch besser, als ich in Erinnerung hatte. Der ist so süß. Ja, wir haben so ein umgedrehtes... Die Nase ist so süß, so fruchtig. So ein umgedrehtes, so ein umgedrehtes Urlaubsgefühl. Ne? Normalerweise ist ja so, du hast was im Urlaub und dann kommst du nach und dann bist du erstmal enttäuscht. Denkst du, die Orangen haben viel besser geschmeckt dort. Ja, aber nicht bei Maocha. Ja. Ne? Also ich hatte auch überlegt, wie tief wir jetzt hier anfangen. Ne? Ob wir jetzt, also was ist Maocha? Zur Sicherheit blenden wir das Video einfach mal ein. Ich mache jetzt wieder so einen Fingerzeig. Und zwar hier unten. Wir sind sowas von 2000, ey. Ja, und dieses Video könnt ihr euch anschauen, wenn es allgemein um Maocha geht. Ich glaube, kurz sagen, dass es quasi eine Rohware ist, die eigentlich nachher zu... Du hast es ja hierher gestellt. Genau, ich habe das jetzt hier hingestellt. Dem da verarbeitet wird. Genau, so sieht das kann man ja schon mal erwähnen. Produkt aus. Ne? Das sind Pour Cakes, das ist ein Raw Pour. Der hier ist aus Vietnam und sieht auch geil aus. Ja. Und Maocha ist quasi das Ausgangsprodukt. Genau, bevor es verpresst wird. Rein technisch kann man dazu sagen, dass Maocha ein ganz besonderer Grüntee ist. Mhm. Ne? Also in Laos, in den Anbaugebieten von Hühnern, also in diesem Large Leaf Variety Gürtel, da wird Maocha als grüner Tee ausgewiesen, auch beim Zoll. Ne? Also der Handelscode, der Importcode für diese Kategorie von Tee ist grüner Tee. Und der ist, wenn er jetzt so da ist, roh und er wird verpresst zu diesem und wird besser mit dem Alter. Ne? Also dieser Tee hier, der ist jetzt, das ist der, also für mich schmeckt Maocha immer so ein bisschen weird. Ja, so, echt, ja? So ein bisschen so unbeschreiblich, so da ist Magie drin. Ne? Da, Maocha hat so einen gewissen Geist. So ungefähr. Ja. Und
na, dieses fleischige, fruchtige, grünliche, ist, ne, ja. Das ist so ein tierisches, ja, es magisches. Es ist halt ganz etwas. Anders als alles andere, was man so als Grüntee kennt. Ja. Und tatsächlich, die meisten würden vielleicht auch sagen, ja, das ist ja noch gar nicht fertig. Also das ist doch gar kein echter Tee, weil der muss doch noch zu was verarbeitet werden. Ja. Also zu sowas dann, ne? Ja, genau. Erst dann ist es ein Produkt, sagen viele. Wir halten uns gerne an das, was die Leute vor Ort trinken. Ne? Und was wir geil finden. Und was wir natürlich geil finden. Und wo man sich auch so ein bisschen dran gewöhnt hat, muss man sagen. Ne? Ja. Also ich habe mich jetzt an dieses Mautschad-Süffeln auch so ein bisschen gewöhnt. Ja. Und es gibt so eine Analogie. Und zwar, ich mache mal hier Whisky und Wein, so ungefähr. Mhm. Und so ein Whisky ist nach einem halben Jahr im Fass auch noch nicht fertig. Ne? Oder ich sag mal jetzt so ein fast gereifter Rotwein, der soll, ne, wenn er jetzt angesetzt ist auf 20 Jahre Barrique, und dann schaust du nach 3 Monaten mal rein. Das ist sowas wie eine Fassprobe. Ne? Also der Teammaker oder die Leute auf dem Feld, die trinken Mautschad. Und so wie so ein Whisky-Maker eine Fassprobe trinkt. Ne? Also ich weiß nicht, ob das... Ne? Also die Geschichte ist ja eher so ein Weinmacher, ne? der geht an die Fässer. Und der knallt sich nicht, der entkockt sich nicht eine Flasche, so, um mal zu gucken, wie es war. Sondern geht halt paar Tage mal hin und zieht sich eine Fassprobe. Und eine Fassprobe, die schmeckt nicht so wie ein fertiger Wein in der Flasche. Das ist ein ganz besonderer Rotwein, der dann drin ist. So, und damit ist dieses Ding auch schon beschrieben. Ja, sind wir dann schon fertig, oder was? Nee, wir können ja jetzt noch ein bisschen auf den Geschmack eingehen. Ja. Und das... Also ich finde das mit der Fassprobe ganz gut. Ja, es, also das ist so das Bild. Ne? Das genau, ist so das Bild. Also es ist natürlich halt, ne, bei der Fassprobe ist halt eben so dieses, es ist die Fassprobe, die du ziehst und du stellst aber fest, ich muss gar nicht sagen, ist schon fertig oder noch nicht fertig, sondern es kann so als Standalone quasi auch funktionieren, ja. Hat eine Berechtigung, ja. Also... es ist, und, ja, und also, Reife und Entwicklungspotenzial kannst du dann daraus interpretieren. Genau, also manche können das. Manche können das, ja. Also man sagt auch so Mautschad-Trinker, das ist was für Fortgeschrittene. Ja. Ich würde also, auch noch sagen, so, weil du meintest, so wird besser mit der Zeit. Also das hängt natürlich auch vom Ausgangsmaterial ab. Also wir haben ja auch schon echt viele verschiedene Mautschads getrunken. Ja. Und bei manchen merkt man dann so, ja, ist der eigentlich nach einem Jahr so, da ist irgendwie die Action weg und bei anderen denkst du so, oh, da passiert wow, richtig das, was. Das ist ein Zirkus auf der Zunge. Yeah, ja. Und dann facettenreich und hintereinander und voreinander, das ist eine wilde Geschmacksorgie. Ich bin sehr zuversichtlich bei dem. Bei dem auch, wir haben ja jetzt auch gedacht, dass wir einen Teil zurückhalten, ne? Und ich bin ja auch selber gespannt, wie der sich so entwickelt. Ne? Das ist ja auch mal so eine Sache, das ist für uns ja auch irgendwo ein Learning. Und den anderen ist dann hier mal so zum Gucken, ne? Also, ne, das ist so, also jeden, der mit Grüntee, also große Empfehlung, so kann Grüntee schmecken. Und das ist auch, Mautschad ist auch wirklich ein Maßstab im Grüntee. Ne? Das ist nicht so ein Exot irgendwo an der Seite, sondern das wird auf dieser Erde, besonders in den, ich sag mal, alten Teeanbauzonen, Large Leaf Variety, da geht es um Teeplantagen oder Teeanbauzonen, die gibt es schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden vielleicht sogar, die trinken diesen Tee. Ne? Ja. Und alles andere ist so ein bisschen so in Wellen daraus vielleicht entstanden. Ich will die anderen jetzt nicht diskreditieren, aber auf jeden Fall ist das auf jeden Fall irgendwo so eine Messlatte, wenn es darum geht, grünen Tee als solches zu verstehen. Ja, ist auch, also auch so generell würde ich sagen, doch bei den meisten so, die zeigen dir hier einen weißen Tee, die zeigen dir da einen schwarzen Tee. Natürlich, wenn die dann wissen, ah, du kommst aus Deutschland, dann wollen sie natürlich auch gerne den schwarzen Tee zeigen, weil in der westlichen Welt ist der schwarze Tee. Aber worauf sie häufig sehr, sehr stolz sind, ist der Mautschad. Also der, ne, das ist so die neue zur Erntezeit. Ja. Ne? Also das ist das wohl auch gemerkt. So, das ist so, ne? Check mal den Mautschad von diesem Jahr. Ja, genau. Da geht immer so ein kleiner Battle ab. Ja, auf jeden, so, auf jeden Fall. Ach ja, der Nachbar. Probieren wir meinen Stuff. Ja.
Und ja, der TEFS, ja, ich weiß nicht, also der Trip dahin, das war Wahnsinn. Du warst dieses Jahr auch mit dabei, es ist geil gewesen. Ne? Ja, Der Tee kommt aus Panyassi, ne? Aus dem, aus der, aus dem, aus der Hanglage Panyassi. Und das ist da, wo Phongsali ist die Provinz. Phongsali ist die Provinz, ganz im Norden von China. Von Laos. Von Laos zu China. Ja. Und Panyassi war dieser Trip, wo wir uns diese Mopeds da geliehen haben. Ja. Und dann da hinten da so, da so. Über die Pfade. Über diese Pfade da ge. Ne, da sind dann so schmale Pfade. Übertreib, sie sind so. Und dann geht es dann links, so richtig, geht es schon links heftig steil ab. Ja. Und ne, wir fahren da so längs, so oh, gefährlich, gefährlich. Ja, die alten Pflanzen. Und dann kommt da so ein Moped ran, hockt da so eine ganze asiatische Familie drauf und alle winken so und ballern da diese kleinen Pfade so längs. Und ich so, okay, ja, die haben es halt, ne, die haben halt diese Übung darin. Ja, die kennen aber auch jeden kleinen Huppel auf dem Weg. Ja, das stimmt. Und da kommt dieser Tee her. Die Pflanzen sind, man nennt es Big Arbor oder Old Arbor Tree, Large Leaf Variety. Und die sind so um die 50 bis 100 Jahre alt. Ne? Ich hatte da gesagt, so wir wollen eher so Big Arbor Moucher haben. Und das ist dann dieser Abschnitt, wo wir dann der letzte Stop ungefähr und dann weiter geradeaus. Und hast ja gesehen, da gab es auch da Bäume mit solchen Teilen. Aber dann wieder 10 so etwas größere, dann wieder 10 so etwas kleinere. Also man sieht, dass diese Plantage, dieser Hang ist so zwiebelschalenmäßig so relativ organisch erschlossen worden. Die haben irgendwann mal mit so einem Kreis angefangen, mit so einem Plot, und dann wurden einfach mal wieder 2-3 Reihen neu gepflanzt und dann wieder, und ah ja, läuft ja, und dann nochmal, nochmal. Und so ist dieses ganze Gebiet so wie so eine Zwiebelschale so aufgebaut worden. Ne? Und das kannst du in diesen Pflanzen auch richtig gut erkennen. Die machen einen guten Job da. Ja. Also ich ja. bin echt begeistert. Ja. Also ich muss es jetzt einfach sagen, ich hoffe, du verstehst mich nicht falsch, aber mir ist echt Gummibärchen durch den Kopf gegangen. Ich finde da so eine, also aber im allerbesten Sinne, so eine geile, fruchtige Süße. Ja, das, so, also das so, ist was Fruchtiges. So eine, also ja. nicht Gummibärchen mit Gelatine und tausenden von E's, sondern so eine geilen Gummibärchen. Weißt du, so eine, die so gut gemacht sind. So, ja, so kleine Gummibärchen. Ja, aber es schwingt. Ich bin dabei im Subtext so mit. Ne? Also für mich, also im Vordergrund nicht steht dieses verrückte Grüntee-Ding. Ne, so dieses lakritzig. Du hast da deinen Grüntee. Tee auch heißer aufgegossen, weil ja. die Bitterness, die habe ich gerade hier überhaupt nicht. Also okay, meiner ist. Ja, genau. Also ich weiß genau, was du meinst. Mhm, ja. Und dann, aber die so Bitterness habe ich gerade überhaupt nicht. Dieses Umami, diese Machtergreifung von ja, Umami, ja, die dich ergreift, so ungefähr. Also das ist jetzt tatsächlich auch die unterschiedliche Wahrnehmung, behaupte ich, weil wir sehr unterschiedlich aufgegossen haben. Stefan tendiert so zu 100 Grad, ich war eher so zwischen 80 und 90. Ja, ja. Und das macht echt irre viel aus. Da kann man schön rumspielen, was die Geschmäcker angeht, ja. bei diesen Tees. Ja, wir sind, weiß ich, von einer Stunde oder 2 Stunden hier reingekommen. Du schaltest den auf 80, ne, oder 85 oder? Irgendwie so, ja. Und ich meine, auf keinen Fall, tick, nochmal umprogrammiert auf 100, weil ich trinke den hier mit 100 auf Grandpa, also ja. so wie die People da auf dem Feld, ja. so. Und dieses, dann braucht auch nicht viel, ne, also man also muss ich auch bin nicht angezündet. So ein, ja, genau, der stiftet so eine schöne Energie, so. Ist ja. irgendwie angezündet, so. Ja. Weiß nicht, ja. Jetzt finden, ja. Und der ist schön, ne? Will ich auch nochmal dazu sagen, ne? Ich hab jetzt gerade hier einfach wild, einfach mal ein bisschen ja. rumgepflückt, du ja. auch. Ja. Ne? Der ist wirklich schön. Der ist geil. Der wurde sogar zweimal sortiert, ne? Uns wurde der dort präsentiert als sortiert. One leaf, one bud, ne? Nee, der hat 2 Blätter. Ja? Ja. Also ich habe jetzt hier reingeguckt und kannst halt sehen, das ist 2. Ne, das sind jedes Partikel ist ja, wie ja, so ein ja, sterbender ja, Schwarm. Ja, ne? Es ja. ist echt. Und dann hatte ich denen gesagt, so ja, die Lieferung, weil wir haben ja noch andere Tees, der andere Tee braucht noch in der Produktion, wir legen nochmal ein bisschen Geld drauf, könnt ihr den nochmal sortieren, ich will den sterbenden Schwarm in der Blattstruktur sehen. Und dann so, ja, okay, machen wir. So, ne? Und ja, ich bin zum ja. Ja.
ich will jetzt den zweiten Aufguss noch machen und habe jetzt eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Ja, ich auch nicht. Viel Spaß. Vielen Dank. Okay. Genieß euren Tee. Tschüss. Ciao. Also bei dem jetzt. Das ist krass. Das ist echt krass. Ja.